Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, und HitTV ist mit Radio XY wieder mal auf Reisen. Und diesmal sind wir in Österreich unterwegs, und zwar in Lechzürs, weil wir haben wahnsinnig tolle Schneeverhältnisse. Haben gesagt, wir müssen, glaube ich, nochmal zum Skifahren. Und Lechzürs hat eingeladen, weil das Arlberg Tanzcafé ist eröffnet. Jetzt werden Sie sagen, Arlberg Tanzcafé, was ist das denn? Ja, es gibt viele, viele Bands, die auf den Hütten spielen und. Alles, was dazugehört. Aber wir haben gesagt, das Skifahren machen wir jetzt mal. Und bei mir ist Fabienne Kienreich. Sie macht die Presse hier in Lechzürs. Und wir sind jetzt in der Wall of Fame. Und als wir das gehört haben, haben wir gesagt, kann man sich das gar nicht vorstellen. Oben auf dem Berg in 2000 Meter Höhe. Fabienne, wir sind jetzt hier. Ja, wann ist die Idee entstanden, diese so zu machen? Oder wollte man so allen Skifahrern, die mal was für Lechzürs getan hat, ein Denkmal setzen? Oder sind auch noch ein paar Promis dabei? Es ist nicht nur für die Skifahrer, sondern auch für Promis oder die, wo halt einfach mal hier Skifahren waren, hier Schwünge gezogen haben. Also für Stars, Skifahrer, Skipioniere, einfach für Leute, die den Arlberg geprägt haben. Die sind hier verewigt worden, und wie wir sehen hinten auf der Wall of Fame, sieht man sie alle, und da hat man sich gedacht, jetzt mit der neuen Verbindung, mit der Flexenbahn, Trittkopf, wäre das doch ein sehr guter Standpunkt, um einfach alle mal zu präsentieren. Genau, also zwei Bilder fehlen ja noch, das ist deins und meins. Ja, genau, das stimmt, das holen wir noch nach. Ja. Okay. Das hängen sie später noch auf, haben sie gesagt. Genau, die Flexenbahn, damit Sie das wissen, es gibt einen Übergang. Früher war das immer ein Problem, von Lechzürs nach St. Anton zum Skilaufen zu kommen oder umgekehrt, aber jetzt haben die drei Orte gesagt, nein, wir machen das einfach. Es ist eine neue Bahn gebaut worden, und man hat ein riesiges Skigebiet erschlossen, das heißt von St. Anton über Lechzürs bis nach Waadt kann man jetzt Skilaufen. Also wer hier sich austoben will, kann das ohne Probleme tun. Aber die Helleform, wie alt ist sie, oder wann war die Idee, dass man gesagt hat, man baut sie, die Wall of Fame? Also das hat jetzt letztes Jahr eröffnet, gleich wie die Flexenbahn. Das war jetzt auch letzten Winter, der erste Winter. Und hier wurde es eigentlich fertiggestellt heuer. Also letztes Jahr wurde es schon entwickelt, und jetzt heuer ist es jetzt wirklich ganz fertig für alle. Kommen dann immer noch welche Skiläufer dazu, wo man sagt, ah, wir haben noch einen vergessen oder so? Vergessen jetzt nicht, aber ich denke sicher, dass es nur einige gibt, die vielleicht noch zusätzlich dann dazukommen. Wir haben immer noch sehr gute Skifahrer hier, und sicher kommen nur die einen oder anderen dazu. Genau, jetzt erklär doch unseren Zuschauern einfach mal, wie komme ich am leichtesten her, wie komme ich am leichtesten nach Lech, um Ski zu fahren, um natürlich auch ein bisschen Après-Ski zu machen, um natürlich auch die Wall of Fame zu besuchen. Also am einfachsten ist es sicher, wenn man nach Zürs fährt, und dann kann man mit der Trittkopfbahn hochfahren, mit der Trittkopf 1 Bahn hochfahren, und einfach hier aussteigen. Das ist bei der Bergstation Flexen, und dann quasi bequem einfach ein Stock tiefer, und dann sind wir schon hier. Genau. Wenn ich jetzt nach Lech kommen will, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann fliegen, man kann mit dem Zug fahren, man kann auch mit dem Auto fahren. Was würdest du so als, ich würde mal sagen, Spezialistin empfehlen? Kommt drauf an natürlich, von wo man kommt. Am einfachsten, also der nächste Flughafen ist Innsbruck, natürlich ist es ein kleiner Flughafen, ansonsten gibt es aber Zürich. Von Zürich gibt es auch den Arlberg Express, und mit dem kann man ganz bequem einfach an Arlberg fahren. Der fährt nämlich direkt von Zürich hierher, oder auch die Zugverbindungen sind sehr gut. Sei das von St. Anton oder auch von Langen, dass man dann im Bus einsteigt von dort und dann hochfahren kann. Und mit den Ski kommt man jetzt sowieso in ganz Arlberg Destination. Also es ist ja also der ganze Arlberg ist quasi erschlossen, man kann nichts mehr verkehrt machen. Und wenn Sie sagen, ich habe jetzt dieses Jahr jetzt keine Zeit mehr, weil es ist mittlerweile der 6. April und wir haben hier Schneemassen, kann ich Ihnen sagen. Die Pistenverhältnisse fantastisch und blauer Himmel, Sonnenschein, das ist das absolute, schlägt jedes Skifahrerherz höher. Dann sollten Sie es auf jeden Fall probieren und überlegen Sie einfach mal für nächsten Winter mal vielleicht nach Lechzürs zu kommen und sich das alles anzuschauen, die Wall of Fame, bisschen Ski
mitzulaufen. Sie gehen in die Touristinformation. Fabienne Kienreich ist immer für Sie da, wenn Sie irgendwas brauchen. Also keine Probleme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr vom 1. bis zum 15. April 2019 ist wieder das Tanzcafé Arlberg. Also wenn Sie sagen, ich möchte auch noch ein bisschen Swing, Rock'n'Roll, Blues kennenlernen oder tanzen lernen, dann sollten Sie das nicht versäumen. Merken Sie sich den Termin 1. bis 15. April 2019. Sehen wir uns hier in Lech. Und Fabienne, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier die Wall of Fame besuchen. Und wenn wir nächstes Jahr kommen, dann hängen unsere beiden Bilder auch dabei. Ja, ganz bestimmt.